Nahotzera no Tanjo. Die Geburt von Nahotzera thematisiert nun der 10. Teil und somit das neueste Kapitel von Urne no Jikenbo. Meine liebsten Leute, und damit begrüße ich euch hier zu diesem Beat. Zu einer neuen Folge. Folge 65 von The Casebook of Urne. Ihr habt es gesehen, es geht Schlag auf Schlag weiter. Diesmal in ein Kapitel, das sich ganz auf unseren Lieblingsantagonisten mit setzt und fokussiert. Nahotzera. Wir werden gucken, was passiert und gehen nun rein auf ins Spiel. Starto. Let's go. Ich bin gespannt und ja, das kennen wir. Übersteuern wissen wir. Und nun sehen wir hier Amy in ihrer noch sehr menschlichen Form. Und sie stöhnt und sagt, wenn ich die ganze Zeit hier so bleibe, das ist ganz und gar nicht für meine Haut. Die spielt verrückt, wenn ich hier weiter so sitzen mag. Meine Güte. Und dort ist sie. Oh, die wunderschönste Krönung in Sachen Totenbeschwörerin. Die liebe Amy. Und natürlich in ihrer Jarnes, ihre Girly Power, 5 Sterne. Nail, ihre Fingernägel, 5 Sterne. Und Fähigkeiten, Nordioku auch, 5 Sterne. Unsere Amy. Und nun spricht die Schwester zu ihrer Seite. Ja, also, unseren, Berechnungen zufolge, wir vermuten, dass, bald das geflohene Ziel, ja, hierher kommen mag und in diese Richtung fliehen sollte. Ah ja, zu dem Zeitpunkt, wo er von Papa fliehen konnte, ja? Da muss ich ihm schon sagen, dass er das konnte. Das muss ich ihm anerkennend sagen, ne? Das ist schon nicht schlecht, dass er solch eine Leistung aufbringt, dass er Papa entkommen kann sogar. Aber nichtsdestotrotz, jemand, der so schwer aufgibt, der geht mir echt schon ein bisschen auf den Keks, ja? Dass der noch nicht sich hat erledigen lassen. Nun, sagt die Schwester zu ihrer Seite, es ist halt so, dass es sich hierbei um einen Urahn der Vampire handelt, also einen der Stammesältesten, ein König. Und deshalb hat er selbstredend eine Kraft, die ihn dazu befähigt, so weit zu kommen. Das stimmt schon. Aber wäre das nicht der Fall, dann wäre es auch langweilig, ne? Dann hätte ich ja überhaupt gar kein Gefühl der Anstrengung. Das wäre überhaupt gar kein Rivalismus, den wir hier treiben würden. Oh oh. Milady Amy, sagt die Schwester. Ich weiß schon Bescheid, das brauchen Sie gar nicht sagen. Willkommen, Nahotzera. Oh. Nahotzera hier in einer sonderbaren Gestalt, vierbeinig, wie ein Höllenwesen erscheint es da. Und er sagt nun, dass solch niedere Menschen, ihr solltet mich nicht unterschätzen. Er sieht aus, als wäre ein Begriff zu sterben, nicht wahr? Ja, also, der Befehlsnachricht zufolge, die uns erreicht hat, wurde er durch die Hand von ihrem Herrn Vater, liebe Milady Amy, verletzt und er hat relativ viele Wunden über sich ergehen lassen müssen. Er ist schwer verwundet. Aber sie dürfen auf keinen Fall die Deckung fallen lassen. Denn sehr, sehr viele Vampirjäger und auch ganz gewöhnliche Bürger, die ja keine Sterbensfliege, was zu Leide getan hatten, wurden durch die Hand von Nahotzera getötet. Das weiß ich schon. Aber, ganz egal wie es ist, Sie sollten mich nicht hier an dieser Stelle unterschätzen, ja? Denn ganz klar werde ich mir die Freude jetzt hier nicht verderben lassen. Nein, das war nicht mein Ansinnen, dass ich das gesagt habe. Ja, ja, schon klar. Komm, wir machen das ganz schnell, bringen wir das zu Ende, ja? Ich rieche es. Dieser Gestank. Oh, es ist der Gestank. Oh, des liederlichen Mannes.
der mir das angetan hat. Dieser Gestank dringt von dieser Frau aus. Spricht der Geruch des Vaters womöglich? Dann, wenn ich nun sterben muss, dann nehme ich sie auf jeden Fall noch mit. Milady, Amy, er kommt. Okay, verstanden. Und damit beginnt es hier direkt zugleich nach diesem spannenden Intro mit einer Kampfsequenz exklusiv Art. Wir blicken hier auf Nahtseher, der offenbar hier gleich am Losstürmen ist. Und ja, er hat es auf Amy abgesehen und er prescht voraus. Und ja, der Bereich der Boden wird rot eingefärbt. Du musst jetzt also Enter-Taste drücken. Und somit dann bitte die Fertigkeit von Amy entfesseln. Sobald er in dem roten Bereich ist, ne? Okay. Und wenn du es schaffst, die Minispielchen ohne Fehler natürlich abzuschließen, gibt es natürlich am Ende auch eine Belohnung. Also gib dein Bestes. Okay. Sobald er da ist, muss ich drücken. 3, 2, 1. Huh. Oh, das geht mal. Ich dachte, ja, gleich vor ihm, oder was? Aha, da kam. Ach, da kamen Leichenhände aus dem Boden und haben ihn ergriffen. Ach. Das lasse ich nicht zu. So kannst du mich noch nicht besiegen. Boah. Bisschen auffallen. Tja, unterschätzt mich nicht. Boah. Und nochmal. Huh. Ha, das war ziemlich knapp. Huh. Ja, noch ein bisschen hätte gefehlt. Verdammter Mist. So, stirbst du nun endlich? Oh. Miststück. Unterschätze ja nicht einen Vampirkönig, wie ich es bin. Ernsthaft? Was, er hat immer noch solch eine Kraft? Milady Amy. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe ihn wohl doch ein bisschen unterschätzt. Wie wichtig ist, sind Sie verletzt? Nein, ist okay, ist nichts. Dankeschön. Könnten Sie bitte den Suchtrupp gleich hier beordern, dass sie suchen sollen nach ihm? Er wird nicht weit fliehen können. Verstanden, Milady. Ich werde direkt zur Kirche zurückkehren und dem Suchtrupp Bescheid geben. Und dann werde ich natürlich auch die Glocken läuten, die Trauerglocken für all diejenigen, die im Kampf gegen diese Bestie gestorben sind. Die Glocke? Ja, sehr wohl. In dieser Stadt wird für die Leute, die gestorben sind, um ihres Todes zu gedenken, die Glocke geschlagen. Hä? Huh? Und warum machen sie das? Einfach so? Machen sie, was sie wollen, oder? Ganz ruhig. Ist nicht, müssen wir uns doch nicht mit beschäftigen. So, ihr lieben Leute. Und so klingelt die Glocke und schlägt zum Trauermarsche. Ach, die Begräbnisglocken.
Und hier steht geschrieben, in dieser Stadt ist es so, wenn Menschen sterben, dann läutet die Glocke. Allerdings, falls ich sterben sollte, wird auch keine Glocke läuten. Hm. Wer? Er? Die Geburt von Nachtzehrer. Wir sind hier offenbar in den Slums und hier sieht's ganz, ganz übel aus. Leichen, wohin man blickt. Hey, sagt jetzt dieser Mann. Hat er irgendwas zu essen vielleicht? Ah, der ist auch schon längst tot, oder? Ah? Oh, ey, es ist unser Glückstag, der hat was Gutes bei sich. Ein Toter kann es eh nicht essen. Dann nehmen wir es dankbar an. Und da ist er nun. Eine Person, die wir schon mal gesehen haben, wenn ich es so sagen mag. Der hungrige junge Mann sagt, oh, ich hab so Hunger. Und sein Gegenüber heißt Sascha. Der andere Junge heißt Sascha. Ja, du hast recht, großer Bruder. Nennt ihn großen Bruder wahrscheinlich Buddy-mäßig. Oh, vielleicht sollten wir mal was angeln gehen, ja? Und wir irgendwo uns mal auf die Suche nach einer Beute machen. Angeln oder jagen letztlich, gucken, ob es was gibt. So, und wir können uns nun bewegen. Wir sind in der Lage, uns nun hier entsprechend, die Handlungen sind freigeschaltet, sagen wir es mal so. Den Magen füllen steht oben links. Wir gucken uns mal den Toten dort an, falls er denn tot ist. Er hat nichts bei sich. Und wenn ich mir so angucke, wie der liegt, ja, der ist noch gar nicht so vorangeschritten von der Verwesung, vom Verwesungsgrad. Der ist wahrscheinlich erst kürzlich gestorben. Ist traurig, so ein sinnloser Tod. Ja, nicht wahr, großer Bruder, ist so, ne? Nehmen wir mal eine Mülltonne. Ja, hier ist irgendwas Verwestes drinnen, verrottet. Ist schon richtig schlammig geworden. Man weiß gar nicht mehr, was es einmal gewesen ist. Essen wir das? Was meinst du? Ah, okay. Das, was wir essen, wird im Menü unter Nahrungsmittel zugefügt. Wenn du wissen willst, was mit den Essenssachen da auf sich hat mit den Nahrungsmitteln, kannst du es auch im Menü checken. Da ist irgendwas schlammig, eklig, glitschiges. Wollen wir was essen? Puh, wenn ihr mich fragt, ich glaube eher nicht, ne? Essen? Nicht essen. Kuwanai. Kuwanai. Nicht essen. Wir sollten es erstmal lassen, glaube ich, ne? Wir wissen ja nicht mehr, ob es überhaupt mal Essen war. Ja, du hast recht. Es bringt auch nichts, wenn wir das essen und dann sterben daran. Wäre auch interessant gewesen, was passiert wäre, wenn wir es gegessen hätten. Wir müssen hier nach rechts gehen. Folgen wir mal den Pfeilen. Und nun spricht der hungrige Junge und sagt, als ich noch ein Baby war, wurde ich hier in den Slums ausgesetzt. Und ja, mein alter Herr, der hat mir das gesagt, der mich gefunden und aufgezogen hatte. In dieser Stadt ist die Schere zwischen Arm und Reich so groß, dass sogar hier in Slums ein Baby gefunden werden kann, ja? Das ist schon heftig, ne? Dass es Menschen gibt, die so gutmütig sind, solche Einfallspinsel, dass die das machen, Baby aufnehmen in den Slums. Dieser gutmütige Idiot, ja? Für ihn war es schwer, in diesen Slums überhaupt zu leben. Und als ich klein war, habe ich gelernt. Ich erinnere mich, dass ich Dinge gestohlen habe. Ja?
Und als ich da im Begriff war, wurde er getötet von jemandem. Und so lebte ich in dieser Stadt fortan. Ich lebte einfach nur. Und das tue ich nach wie vor offenbar. Ich weiß, das ist schon ein ziemlich dubioser Pilz, nicht wahr? Meinst du, den kann man essen? Ernsthaft? Der sieht aber doch schon ein bisschen krass aus mit seiner Farbe, oder? Ja, ob er krass aussieht oder nicht, das werden wir erst sehen, wenn wir ihn essen. Ernsthaft? So bist du eben, großer Bruder. Sonderbaren Pilz. Essen, nicht essen. Aber ich würde auch keinen Pilz essen. Ich glaube, der ist, auch wenn man wirklich an der Schwelle des Todes ist in Sachen Hunger. Wobei, da würde man ihn wahrscheinlich essen, oder? Ich esse ihn erstmal lieber nicht. Ich sollte es lassen. Ich will ja nicht sterben. Nicht, dass wir wirklich tot umfallen einfach. Ja, das ist auch wahrscheinlich die beste Entscheidung. Es ist sicherer. Hm? Hier ist auch was? Ach, die beiden Männer von eben. Hey, was guckt ihr hier? Was schaut ihr rüber? Wir gucken doch gar nicht. Großer Bruder, lass uns weitergehen. Großer Bruder, was wolltest du denn eben? Die beiden sind bekannt dafür, dass sie gewalttätig sind. Ich habe einfach nichts zu essen, was soll ich tun? Ich habe nur geguckt. Ja, aber wenn sie das sehen, die werden wütend werden. Ja, also die werden ausrasten. Lass uns bitte versuchen, nicht so große Wellen zu schlagen. Nicht für Aufsehen zu regen und einfach unser Ding machen. Ich habe doch gar nichts gemacht, also dieser Geruch. Ah, es fängt an zu braten. Ey, krass, dass das die Leiche bei sich getragen hat, ne? Aber wenn wir das nicht einmal richtig durchbraten, dann ruinieren wir uns den Magen. Ja, du hast recht. Ich kann's nicht. Ich kann nicht. Ich kann mich nicht zurückhalten. Großer Bruder. Hey, würdet ihr mir ein Stück abgeben? Ha? Was sagst du? Als ob wir dir was abgeben. Wir haben nichts für dich. Das haben wir gefunden. Es gehört uns. Aber ich hab so einen Hunger. Ich halte es kaum aus. Komm schon, ein kleines Stück. Ich hab dir gesagt, dass wir dir nichts geben würden. Als ob. Warum sollten wir? Tja. Was willst du? Ja? Für dich wäre es besser, am Wegesrand hier zugrunde zu gehen. Zu verrecken. Ha? Dann können wir noch viel mehr Essen finden. Weil so eine Ratte wie du uns das nicht wegnimmst. Ja. Genau, ich hab's schon verstanden. Können wir uns wieder tätigen. Und wir können, sollen hier was klauen. Ich speichere aber erstmal lieber gleich, ne? Doch, der hungrige Junge hat wirklich Hunger. Hey. Was, ey? Du bist lästig. Was willst du? Oh. Jo. Hey, du Drecksker, was machst du nur? Komm. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, verdammt. Als ich mich um sie gekümmert habe, ist das Essen komplett verbrannt. Es ist nur noch Asche übrig geblieben. Ja, das ist natürlich jetzt schlecht, ne? Wofür hast du dich denn geprügelt da? Asche. Essen nicht das. Boah, das kann ich nicht machen. Ich kann doch nichts hier Verkohltes hier. So ein... Ich sehe nicht Asche, das ist so Kohle, ne? Kohle, Brikett. Kann ich nicht essen. Ich esse doch kein Brikett hier, Kohlebrikett. Kriege ich nachher sonst was. Ich soll es lieber lassen. Boah, also wenn ich schon Kohle essen könnte, dann könnte ich auch einfach einen Baum niederbrennen, ja? Und essen. Das ergibt also keinen Sinn.
Ja, das wäre auch besser. Heute schlägt die Glocke ziemlich laut und oft. Ja, die Glocke dient doch zum Betrauen der Toten. Oftmals sind heute schon viele gestorben. Ob irgendwas vorgefallen ist? Stöhnt einer. Sie wachen wieder auf. Oh, das wird nervig, wenn die hier vor uns erwachen. Wir sollten erstmal von hier verschwinden. So, und wir können uns wieder bewegen und von diesem Ort sollen wir nun gehen. Das machen wir natürlich auch. Verdammter Mist! Schon wieder haben wir nichts gegessen. Ja, du hast recht. Wann haben wir das letzte Mal was zwischen die Zähne gekriegt? Also, vor 2 Tagen haben wir ein angeschimmeltes Brot gegessen. Du hast mir ein großes Stück davon gegeben, großer Bruder. Tja, diese Klitzekleinigkeit kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Was erzählst du denn nur? Ich lebe überhaupt nur wegen dir, weil du mir was abgibst. Nun, ich wurde ja von meinen Eltern hier ausgesetzt und wurde bis aufs Hemd ausgeraubt. Ich hatte nichts mehr. Und du hast mich gerettet, großer Bruder. Und dass es überhaupt solche Personen hier in den Slums gibt wie dich, das ist ungewöhnlich. Ich wurde ja auch von einem alten Knacker hier seinerzeit gerettet. Da habe ich mich entschieden, dass ich auch mal jemandem helfen will. Und das Leben, das du mir geschenkt hast, dadurch, dass du mich gerettet hast, großer Bruder, ja? Ich bin so dankbar, ich werde ewig an deiner Seite bleiben. Aber du sprichst von deinem Leben. Das wirst du nicht weiterführen können, wenn du nichts zu essen kriegst. Na, kann man jetzt nichts machen. Ach, wollen wir in die Stadt gehen? Die Stadt? Aber wenn sie uns sehen, ja, sie hassen uns doch dort. Die sehen uns nicht als Menschen an. Das würden sie uns sofort zeigen. Das werden wir sofort zu spüren kriegen. Aber vielleicht haben wir da bessere Chance, was zu finden. Du hast recht, wir können nichts anderes machen. Und nun können wir uns wieder bewegen und zur Stadt gehen. Oh, diese liederlichen Vampirjäger. Oh, die Wunden heilen nicht, die mir zugefügt wurden. So darf es nicht enden. So darf es nicht enden. In der Tat. Hunger, sagt dieser Typ hier. Ich kann mich nicht mehr bewegen vor Hunger. Soll ich den Pilz hier essen? Aber wenn du ihn stirbst, wirst du vielleicht sterben. Ich will aber nicht sterben. Bitte denk nicht dran, ihn zu essen. Weil er giftig ist vielleicht auch. Der sieht auch heftig aus, der Keks. Keks sag ich schon, der Pilz. Der Keks wäre schön, Pilz. Ja, ich denk schon an Kekse, wenn ich hier... Sieht ja aus hier wie ein leckeres Gebäckstück auf dem Boden. Das ist der Pilz. So einer ist mir noch nie zu Augen gekommen. Der sieht echt komisch aus. Sondern, nee, ich esse solchen Pilzen nicht. Nicht essen. Ich soll's lassen, ich will auch nicht sterben. Manch einer würde selbst in der Situation, wenn er am Verhungern wäre, einen Pilz nicht essen. Weil ja nicht jeder Pilzfan ist, ne? Ah, was für eine schöne Blume, sagt der Mann. Blumen sind schön, nicht wahr? Wenn ich sie angucke, ach, bin ich immer gleich so beruhigt. Das ist wirklich eine Salbe fürs Herz. Das salbt mein Herz so schön, das ist wundervoll. Ja, wenn man alleine durchs Gucken, ja, den Bauch ein bisschen füllen könnte, das wäre doch was Gutes. Das stimmt, großer Bruder. Hm? So eine Blume sollte man auch essen können, oder? Doch, es gibt essbare Blumen, stimmt. Aber es gibt auch Blumen mit Gift, oder etwa nicht? Eine Blume kann man essen! Das sieht ein bisschen aus wie Löwenzahn.
Esse ich jetzt einfach mal. Komm, wir wollen mal was essen. Ja, komm. Also sie ist extra jetzt hier schön am Blühen. An dieser Stelle. Und, das sollte man sie doch auch mal essen. Für mich, für uns, fürs Überleben. Blumen, isst man die roh? Sollte man die nicht auch irgendwie zubereiten? Selbstredend ist es viel zu wenig gewesen. Egal wie viel man isst, es fühlt sich an, als hätte man nichts gegessen. Und weil man sie nicht essen kann, wächst sie wahrscheinlich auch hier an dieser Stelle. Die Blume, sagt er jetzt. Meine Blume. Sie war auch nicht wirklich lecker gewesen. Du bist gemein. Nun, aber mein großer Bruder, ja, er scheint zufrieden zu sein mit dem Blümchen, der verspeist hat. Letztlich haben wir jetzt auch was bei Schuck. Die, guck mal hier, Blume. Wuchs hier, die Blume. Natürlich macht er nicht Sand, ne, aber sie riecht gut. Auch schöne Blumen können giftig sein. Also sollte man aufpassen, wenn man sie isst. So, 2 von 5 Sternen in Sachen Zufriedenheit. Und jetzt spricht die Dame da unten. Hier in der Stadt soll ein Vampir erschienen sein. Und jetzt sagt sie, du bist aber komplett schäbig. So, mit so einer Gestalt hierher zu kommen, schämst du dich nicht? Kann wieder nichts für. Er soll Nachtseher heißen, der Vampir, der erschienen ist, sagt der Mann. Hör, was willst du von mir? Warum bist du hier? Sagt der alte Mann. Die Welten, in denen wir leben, sind viel zu unterschiedlich. Geht weg. Guck mal, Müll. Da ist nichts drin. Oh, schon wieder. Und die Blicke, wir merken die Blicke, alle gucken auf und sind natürlich auch nicht schön, ne? So frech und gucken uns hier an. Und die Frau sagt, sehen Sie sich das nur an, dort vorne. Also wenn man so weit schon ist, da ist man doch schon am Ende. Ja, Sie haben recht. Also, dass die sich nicht schämen, dass sie überhaupt am Leben sind. Hä? Wollen Sie damit sagen, dass wir überhaupt nicht leben sollen? Was? Sie sollen überhaupt gar nicht gucken. Ja, ob sie leben oder tot sind. Verdammt nochmal, sagt Sascha. Hä? Ruf sie vor. Hey, hör auf damit. Lass sie. Und schon wieder ein Toter. Schon wieder die Glocke. Ruhe in Frieden. Auf dass du gerettet wirst. Ich wünsche dir einen friedvollen Übergang, sagen die Leute jetzt hier. Auf dass du in Frieden ruhst. Trauerbekundigung hier. Ich hasse die Leute in der Stadt zwar, aber wenn jemand stirbt, sind auf einmal alle gleich. Also Ruhe und Frieden, sagt Sascha. Oh, in dieser Welt zu sein und jeden Tag was zu essen zu haben, das wäre so schön. Ja, wir sollten vielleicht in die Kirche gehen. Da sind ja die Schwestern. Wollen wir es versuchen? Was meinst du? Vielleicht wäre das ganz gut. Aber die Leute in der Kirche, selbst die Gläubigen, die blicken noch auf uns herab wie aus den Slums. Nun, das wird schon in Ordnung sein, ja? Die sind doch barmherzig, ja? Letztendlich sollten die doch ein bisschen Barmherzigkeit uns gegenüberbringen, oder nicht? Ja. Zur Kirche soll man gehen. Können wir mit dir noch reden? Oh. Er soll eine tödliche Wunde von sich getragen haben. Komm mir bloß nicht zu nahe! Als wenn ich mit dir reden würde. Er sah aussehen wie ein Schwein, sagt er. Ja, in der Tat, hat schon eine Schweinefigur gehabt. Komm mir bloß nicht zu nahe, ja. Komm mir nicht zu nahe. Wie gemein die alle sind.
Ist ja furchtbar. Der Vampir soll geflohen sein, habe ich gehört. Furchtbar, oder? Was ist los? Hast du irgendwas auszusetzen an mir? Dann sag's jetzt. Sagt der Mann und die Frau. Oder ist es auch ein Mann? Hier, hä? Aus wie eine Frau? Kann man nicht sagen. Bitte komm nicht aus den Slums hierher. Wir wollen ja auch zur Kirche gehen. Oh. Guck einmal an. Wen haben wir denn da? Also wirklich, ich bin fuchsteufelswild. Das regt mich so auf, ne? Wie kann denn dieser Nachtzehrer-Typ überhaupt entkommen? Also ganz ehrlich, ich dachte, das wäre ein Kinderspiel. Jetzt habe ich ein bisschen Tee getrunken und gewartet. Ich habe jetzt nicht irgendwie hier geschwänzt oder sonst was gemacht. Ja, Milady. Meine Güte. Ich habe ja mit meinen Totenbeschwörerfähigkeiten Leichen kontrolliert, ja? Das ist es ja. Meine Fresse, das ist doch echt unerträglich, ne? Ich werd echt lahm hier, wenn das so weitergeht. Ja, aber er hat eine tödliche Wunde von sich getragen. Er sollte nicht so weit geflohen sein, sagt die Schwester. Wir müssen ihn schnell finden, bevor noch jemand anderes zum Leidtragenden wird hier in der Stadt. Ah, auch wenn Sie das sagen, Schwester, bin ich unmotiviert. Und auch Papa hat gesagt, wenn der nächste Vampir erscheint, ja, wenn er aufgetaucht ist, lässt er mich einfach mal das machen. Ich wollte auch eigentlich mit ihm und nicht hier bleiben. Ja, Ihr Herr Vater dachte auch sicherlich, dass Sie, Milady Amy, seine Nachfolge übernehmen, ja? Deshalb hat er Ihnen die Stadt überlassen. Das denke ich, dass das ist. Ah, echt? Denken Sie wirklich, dass Papa sich auf mich verlässt? Ja, selbstredend, Milady Amy. Ne? Man kann sich doch nur auf Sie verlassen. Ja, dann muss ich doch irgendwie auch über die Bühne bringen. Ha? Huh? Ihr beiden, ihr seid doch Schwestern dieser Kirche, ja? Habt ihr vielleicht eine kleine Gabe oder sowas, die ihr uns geben könnt? Ich hab solchen Hunger. Ich bin im Begriff zu sterben. Zu verhungern. Oh, in dieser Stadt ist der Unterschied zwischen Arm und Reich wirklich viel zu groß, nicht wahr? Und was sollen wir denn tun hier, ja? Hey, habt ihr nicht gehört, was mein großer Bruder gesagt hat? Ja, hey, lass es. Sorry, aber... Ich hab jetzt gerade hier nur dieses Brot hier. Eins davon. Danke. Ich danke dir wirklich. Oh, wie nett. Wie nett sie doch sind, Milady. Ich? Das ist doch lachhaft. Ernsthaft. Das ist nur so eine kleine Gabe, ja? Was soll das? Da denken Sie wirklich, dass man weiter oben steht wegen so einer Kleinigkeit? Nein, das ist es nicht. Ich denke, Sie werden niemals Ihre Güte vergessen, Amy. Und wenn Ihre Güte sich weiterträgt, dann wird die Welt vor Freundlichkeit nur sprudeln. Ha? Als ob das so wäre. Ich wusste einfach nicht, was ich mit dem Brot machen sollte, ja? Wenn ich das jetzt habe, was soll ich denn mit dem Brot morgen machen, ne? Ich denke nicht, dass nur durch ein Stück Brot hier die Welt dramatisch verändert werden kann, das menschliche Leben verändert werden kann. Das ist Schwachsinn. Ja, aber... Wir sollten jetzt nicht so einen Schwachsinn hier reden, sondern es wäre doch besser, nach dem Vampir zu suchen, sagt jetzt die Schwester. Ja... Und nun sagt die Frau, oh, mein Mann, mein Mann! Wir sollten drinnen Gespräch führen.
Also hier in der Stadt, wenn jemand stirbt, dann läuten die Glocken. Meine Güte, es sind aber viele Leute, die hier draufgehen. Aber wenn es nicht die Leute aus der Stadt sind, dann geht es mich auch eigentlich nichts an. Und wenn deshalb irgendwann mal wegen der Fehleinschätzung mal mit mir was passieren sollte, wer weiß. Wer weiß das schon, Amy. Und so treten die beiden zurück in die Stadt. Haha, meine Güte, es hat sich gelohnt, dahin zu gehen. Ey, wir haben so lange kein Brot mehr gehabt. Ja, du hast recht. Und es ist so ein schönes Brot. So lange ist es sehr. Ich werde es direkt mal teilen, ja? Moment mal, diese beiden Jungs dort, ne? Die sind da wirklich furchtbar. Guck dir die mal an, so schäbig. Das ruiniert uns ja den Anblick hier in der Stadt. Ich wünschte, dass die nicht aus den Slums hervorkommen, kriechen würden. Tja. Komm, wir sollten eigentlich dahin gehen, wo so wenig Leute sind, ja? Lass uns dahin gehen, wo wenig Leute sind. Ne, denn wenn man sie hier isst, da werden selbst leckere Dinge schmecken nicht mehr. Du hast recht. So. Und wir können uns wieder bewegen und sollen jetzt hingehen, wo wir essen dürfen, essen können, essen sollen. Ihr lieben Leute, das machen wir natürlich aber nicht jetzt, sondern beim nächsten Mal. Wir treffen uns dann hier in der Stadt wieder. Und bis zum nächsten Mal. Passt ihr bitte auf euch auf. Ja? Macht das Beste draus und esst schön, schreibt einen Kommentar, liked vielleicht nochmal, abonniert wahrscheinlich schön und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst und guckt das nächste Mal wieder rein, wenn es weitergeht mit The Case Book of Arms. Bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.